Einen wunderschönen, was haben wir, Sonntagabend. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Was gibt's Neues? Nicht besonders viel bei mir, glaube ich. Lass mich nachdenken. Ne? Bisschen gearbeitet. Gestern Abend war ich beim fantastischen Etienne Gardet. Heute. Nix. Mit Kindern rumgehangen. Beim Sport. Full Day. Das war's. Hier sind wir. Wir spielen eine Stunde Bullet. Ich habe mich hier schon, ich weiß nicht, ob ihr es seht, im Guybrush Threepwood Style gekleidet. Ich habe einen streng geheimen Lead Chess Account namens Guybrush spielt gut. Und danach müssen wir zurück nach Monkey Island. Ich weiß nicht, wie lange ich es jetzt liegen lassen habe. 3 Monate? Aber das ist für unsere Nicht-Schach-Pace noch solide. Also, alles gut. Hi, Jan, hast du abgenommen? Ja, kommt immer darauf an, im Vergleich zu wann? 80 Kilo wiege ich jetzt, aber ich versuche mein Körperfett runterzukriegen. Deshalb esse ich im Moment wenig Carbs. Also, ich mache wie üblich Experimente mit meinem Körper. Ich werde wieder ein bisschen zunehmen, aber ich muss erstmal das Körperfett weiter senken. Jetzt bei 20% muss noch ein bisschen runter. Also, ich werde noch ein bisschen hungern. Ne, hungern nicht, aber. Ich folge einem komplizierten Plan. Charakter abgenommen. Wahrscheinlich auch, wenn wir ehrlich sind. Also folgender brillanter Plan. Ich habe meinen streng geheimen Account, Guybrush spielt gut. Habe ich noch nie Bullet gespielt, habe festgestellt. Also spielen wir jetzt eine Stunde Bullet. 1-Minuten-Blitz. Gucken, wie weit wir kommen. Und dann, wenn ich ein gutes Gefühl habe hier über Guybrush, dann geht zurück nach Monkey Island. Basti, ich weiß nicht mehr so genau, wo wir waren. Aber ich hoffe, wir kommen wieder rein in den Monkey Island Grind. Das ist der Plan. Und los geht's. Bullet, 1-Minuten-Partien. Ist sehr stressig. Ey, unsere Zeit läuft. Und das Ziel ist, möglichst viel Elo zu haben am Ende dieser Stunde. Hier spielen wir einen schönen Sizilianer. Ich habe schon für die erste Partie ein schlechtes Gefühl. Bisschen Druck machen. Ja, ich lauere schon. Ich lauere schon. Dorf F6 muss er machen. Nee, falsche Reihenfolge. Jetzt gewinne ich Material. Ein Traum. Zwei Figuren mehr. Das sollte normalerweise reichen. Das heißt, mein Springer im Frieden, hat er nichts getan. Mal warm werden hier. So, eine Partie. Es dauert sehr lange. Es dauert sehr lange. Muss ein bisschen aggressiver spielen. Habt ihr gute YouTube-Videos? So, wie spiele ich aggressiver Schach? Gibt es da etwas Feines? G6. Die Leguan-Instinkte sind zu stark für Bullet-Speedruns. D6, kein guter Zug. F4, auch kein so guter Zug. Den kann ich wegnehmen. So, was sehen wir? Beste Pech.
Muss ich sogar kurz aufpassen. Ja, aber ist alles gedeckt. Alles gedeckt. Ich habe nicht durchgezählt, aber ich glaube, ich müsste mehr Bauern haben. So viel Zeit muss sein. Wieder nicht die beste Speedrun-Taktik. Wer könnte da wieder stehen? Weggemacht. Weiter geht's. Französisch können wir. Bonjour, je m'appelle Jan. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est quatre. Okay, ich kann kein Französisch. 3 Jahre in der Schule gehabt, nix hängen geblieben. Ey, ohne Sorgen, habe ich gesagt. Okay, mal gucken, ob die Dame sich da so wohl fühlt. Scheint sich ganz wohl zu fühlen, wenn wir ehrlich sind. Na gut, ein paar Figuren raus, nützt alles nichts. Ein bisschen Zeug weniger, aber eine gute Stellung dafür. Ist ja auch viel wert. Okay, gute Steuerung wird langsam weniger gut. Der Zeug weniger Faktor bleibt. Es läuft alles noch nicht wirklich nach Plan hier. Ich kann nicht jetzt schon verlieren, ich Idiot. Es wird auch nicht besser. Uff. Ich wäre weggehauen hier. Dame 4 matt. Zu stark. No! Okay, wird eher ein Slow Run. Aber auch gut gespielt. Kann ja nichts sagen. So, jetzt auf Leistung. Freiwillig. Hab mich verwehrt. Okay. 18,75 ist das Ergebnis unseres Speedruns. Da ist noch Luft nach oben. Will nicht. Auch schon wieder gut. Hört auf, alle so gut zu spielen, dann gewinne ich doch nicht.
Vino Laconico. Ah, nicht mehr Dame rochieren. Der alte Fehler. Fünf, was machen wir hier? So. Nicht eine Stunde überlegen. Der andere alte Fehler. Können wir wegnehmen. Ich habe lange kein Bullet gespielt. Ich weiß nicht, ob man es merkt. Aber ich habe Bullet immer geliebt. Für mich den höchsten Suchtfaktor beim Schach. Ich kann einfach stundenlang eins drücken. So, Oxy. Theoriestudios oder was? So will ich das sehen. Weiter geht's. Fuchs. Haben aber ganz schön viele Figuren weggepremoved, ne? Francesco. Ja, komm, B4 auf doch. Jetzt hat er durchgezählt. Gut. So einstudiert. Ich finde es persönlich nicht unendlich fair, wenn die Leute Einstudier-Sachen spielen. Aber ich glaube, es ist auch nicht verboten. Ich habe es hier leider nicht einstudiert. Ich rochiere. Okay, das habe ich nicht sehr, sehr gut gespielt. Die Dame einstellen. Wichtiger Schachtrick. Schlecht, der alte Trick. Eieiei. Nicht die Dame einstellen, habe ich noch gesagt. Und er stellt die Dame zurück ein. Ich nehme sie. Es ist Not gegen Elend hier.
Ja, sehr, sehr gut gespielt. Uff, uff, Dieter B., das war unterirdisch. Er hatte weniger Figuren, aber dafür hat er mehr Zeit. Das stimmt, das stimmt. Es war kurze Zwischentint. No. So, Jay Knaps, Mann, so. Jay Knaps nicht da, ne? Marshall können wir. Wichtig im Bullet immer Marshall zu spielen. Ich glaube, Läufer schlägt es besser, wenn ich sehe. Der ist auch einstudiert, ne? Alle Leute studieren Sachen ein. In der Welt leben will. Ich drohe hier einen Schach, ich sag's dir nur. Die Auto Queen ist eine gute Idee, Bullet. Will Zeit aber noch? Ah, noch alle Zeit der Welt. Haha, habe ich geahnt. Wie gierig kann ich hier spielen? Ich versuche diesen Bauern zu behalten. Aber zu welchem Preis? What cost? Los, kleiner B-Bauer. So. Eins wieder ein bisschen sehr devot. Gebe ich zu. Gebe ich ja zu.
Weisheit letzter Schluss war. Mit Springer steht hier wahrscheinlich spielen sollen. Naja, ich stelle mich jetzt auch nicht so schlecht. Ich passiere los. So, das sieht doch irgendwie aus wie matt, oder? Ich sehe es natürlich nicht, aber es sieht mattig aus. Ist das derselbe Francesco wie eben, ne? Gedeckt hier, ne? Ich sag's hin. Nur für den Flex. Leider schlechter Zug. Note to self, keine schlechten Züge, nur für den Flex machen. Hier. Hilfe! Tilt! Wieder völlig willenlos. Okay, Zeit, die Matt zu setzen, bevor ich zu sehr tilt werde. Muss dieses Zwischentilten lassen. Das ist echt keine so gute Idee. So kommen wir da auf keinen grünen Zweig hier. Kann ich Springer G4 spielen? Mal gucken, was passiert. Smoil. Ihre Stellung. Vielleicht nicht da mal zwei. Eieiei. Ei, ei. Das ist auch so eine Variante, die in irgendeinem alten Buch mal stand, die einfach schlecht ist. Früher wurde immer Turmpflicht E4 gespielt, weil es irgendwie fancier aussieht. Aber auch nach, wie heißt es? Springer schlicht E4 hat Weiß absolut nicht genug für sein Zeug. Trotzdem können die Leute es nicht lassen. Wahrscheinlich bin ich gleich matt. Aber ich stelle die Dame ein, noch besser, Läufer A7. Ändert nichts daran, dass die Variante sehr schlecht ist.
Heiße Kesche. So, wie viel Zeit haben wir? Aber wir haben immer noch Zeit. Ich muss nur ab und zu mal eine Partie gewinnen, vielleicht. Zaubermaus. C5 nicht gesehen. Okay, das ist netter. Wie nennen wir den? Jorge Santos, bist du da? Ja, oder? Ist ja spannend. Ja, das sah gut aus bei Francesco. Ich bin auch. Dann für den Sub. Matsets. Nicht besonders nett.
Ey, hör auf damit! Okay, das soll ich vielleicht doch mal umstellen. Wo ist das? Game Behavior? Wo stellt es ein? Hier. Always. Okay. Was ich hier tue, aber wird schon werden. Ich spiele auch manchmal Züge. Frage ich mich dann schon, warum? Nur für den Kick, für den Augenblick? Eieiei. Erstmal Schach. Immer wichtig, erstmal Schach. Ja, schon Baum gewonnen. Man muss nur Schach gehen.
Nein! Immer alles einzustellen. Das macht doch keinen Spaß. Seine Tricks. Seid eher ein Trauerrun hier. Hauptausgabe eigentlich 2332. Das war nicht der Plan. Kann man es resetten, Lee Chess? Wahrscheinlich nicht, ne? Gibt keine Takebacks. Das erste Mal kann man nicht zurücknehmen. Auch wenn Prinz Harry das, glaube ich, gerne würde. Ältere Frauen hier im Channel fühlen sich angesprochen. Ja, du offenbar auch, Caboras Alex, oder? Viele ältere Frauen haben wir im Channel. Ich denke, eigentlich sollte das meine Key Demographic sein, aber aus irgendwelchen Gründen hat es bisher noch nicht geklappt. Mal wichtig, nicht den Turm der 8 Trick zu übersehen. So. Attacke. Stress, kein Stress. Ich möchte keinen Ärger.
Manchmal habe ich die Schwäche, dass ich sehr, sehr schlecht spiele. Eine meiner wenigen Schwächen, aber im Schach doch eine problematische. Mühsamst ernährt sich das Eichhörnchen. Da ich am Anfang so viel verloren habe, kann ich jetzt auch keine großen Sprünge hier mehr machen. Unglaublich subtile Manöver, meine Damen und Herren. B4 sollte er nicht spielen, der Stern, wenn der Springer hier schon steht, ist B4 meistens kein so guter Zug. Wie Zeit haben wir noch? 16 Minuten. Die Zeit wäre knapp. Wohin des Weges? Ja, dann B6 geht leider. Das muss ich einräumen. Erstmal 7 Bauern opfern. Klassische Taktik. Dann 2 zurückgewinnen, dann auf das Beste hoffen. Moin, viele Meister. Heister ist viele Meister.
Ey, ohne Sorgen, haben wir gesagt. Wie geht das aus? Oh, ich habe nicht durchgezählt. Wahrscheinlich nicht gut für mich, ne? Das war mein Plan. Och Mann, warum stelle ich jetzt wieder alles ein? Gute Partie, Jan. 2-4 geschafft. Läuft bei dir. Hätte man sehen können, am guten Tag. Noch alles drin. Danke für den Sub. Klassiker. Kannst schon sehen, dass ich noch 17 Sekunden habe, ne? Soon! Frohes neues Jahr, wie ist es? Ich muss dir kurz noch meinen sehr, sehr erfolglosen Slow Run beenden. Dann bin ich wieder am Start, meine Damen und Herren. Schöne Berliner Mauer. Wie spielt man das? So. Das ist die vielleicht spannendste Schacheröffnung der Welt. Das ist aber auch so beliebt in der Weltspitze. Das war Action. Drama. Sensation. Jede Partie. Sollte wie diese laufen. So, wir brauchen noch einen Plan. Ah, hier hätte ich mit dem Läufer ausbüchsen können, aber nicht so weit, ne? Jetzt noch ein Plan. Aber kein Zeichen mehr. Kann man einfach nicht pre-moven. Sowas braucht ein guter Bullespiel auch keine Sekunde mehr. Hat er Ziele geäußert, was erreichen wir diesen Speedrun? Ich wollte mehr erreichen als 2 für 19, so viel kann ich verraten.
Ich habe leider sehr schlecht gespielt. Leben geht weiter. Ist das? Kann man es machen? Turm der 1 vielleicht besser. Jetzt kann ich die Dame opfern. Nicht die beste Kombination, die ich je gesehen habe, aber eine Kombination. So, jetzt haben wir 6 Minuten. Es wird leider nicht mehr gut hier, ne? Schon gesehen, schon gesehen. Remove nach F6. Immer. Naja, mache ich auch Züge. Da muss man sich dann schon fragen. Why exactly? In diesem Sinne. Oh nein, ich bin traurig. Es fällt auch nichts mehr, ne? Also Diagonal-Damenzüge sind aber auch schwer, muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Gegen Francesco haben wir schon mal gespielt, oder? Hier nochmal, er ist schon mehr als, oder?
Hilfestellung. So, schau mal noch eine ganz schnelle. Ich bin traurig. So schlimm hätte ich es nicht erwartet. Moment, das ist meine Variante. Du kannst nicht meine Variante gegen mich spielen. Komm mal dahin. Spiel meine Variante gegen mich. Ist das erlaubt? Wahrscheinlich ist es erlaubt, ne? Ja. So, das bringt uns zum Ende unseres fantastischen Speedruns. Uff, das war sehr, sehr schlecht. Aber es war mir trotzdem eine Freude. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Chat, was habe ich verpasst? Okay, jetzt auch mit Dame D7. Ah, und so war das super, oder nicht? Mir hat es keinen Spaß gemacht. Ich leide zu sehr, wenn ich so schlecht spiele. Und das war schon. Ich habe so viele Partien verloren gegen. Naja. Wegen Blödheit.